packe meine Klamotten einzeln durch den Weg schreien. Deshalb brauche ich immer so lange, weißt du? Ja. Und du weißt ja, was Frauen alles für Klamotten dabei haben. Ja, genau. Das dauert dann manchmal etwas länger. Genau, darum erstmal hallihallo, liebe Freunde. Willkommen zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online. Hier sind wieder Fünf und Bilendra. Hallo. Ja, in der letzten Folge haben wir uns um das Drachengarde-Refugium gekümmert. Das haben wir recht ausführlich erforscht, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen mehr. Ja, dann haben wir sie noch zum Schluss gesucht, Zava. Die steht in L2er Süd in... also nicht in L2er Nord. Genau, wo es angezeigt wurde. Sieh sich einer diese Stolzieren an. Ein aber dann können wir das ja gleich mal abschließen. Zaraba merkt sowas immer. Ich habe euer Gesuch gelesen. Welche Art von Arbeit habt ihr denn? Wir reden von der gefährlichen Sorte. Doch je größer die Gefahr, desto größer auch die Belohnung, ja? Gibert Flaubert bietet Aufgaben, die man allein vollbringen kann. Und Brucius Baenius sucht nach Heldengruppen, um mächtigere Gegner herauszufordern. Glaubt, Zaraba, sie zahlen beide gut. Klingt gut. Ich hätte Interesse an den Aufträgen. Eine weise Wahl, Wanderer. Eine sehr weise sogar. Bitte sprecht mit einem von Sarabas Freunden hier. Sie werden euch auf den Weg zu Reichtum und Abenteuer leiten. Zaraba hätte es fast vergessen. Nehmt dieses kleine Entgelt, um euch Appetit auf mehr zu machen, ja? Lebt wohl. Ja, kommt ich. Gern wieder, Rog. Also das sind die Tagesquests. Ja, richtig, genau. Gut, das wollen wir jetzt aber nicht machen, ne? Wir wollen jetzt eigentlich Story spielen. Oder? Genau, wir wollen Story spielen. Also. Tagesquests können wir vielleicht mal ganz zum Schluss dran hängen, ja, oder so. Aber jetzt wollen wir erstmal Story. Jetzt Story. Story. Ja, wir haben jetzt im Norden. Da können wir hin, findet nicht so das Versteck. Könnten wir machen. Dann haben wir noch trefft Saji bei den Schwarzhöhlen? Lass uns erstmal nicht. Genau. Ich krieg's Wort nicht raus. Nicht. Oh Gott. Warum denn so einen komplizierten Namen? Ehrlich. Schwierig. Ehrlich. Wer denkt sich sowas aus? Sehr. So, müssen wir gucken, dass wir irgendwie rauskommen. Ich brauch mein Pferd. Mhm. Seit wann hat mein Pferd eigentlich ein Panzer? Tatsächlich schon immer gehabt? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber gut. Ja. Jo. Ich muss hier erstmal rauskommen. Du bist dir sicher, dass das richtig ist? Nein. Aber die grobe Richtung stimmt schon mal. Ich würde nur ganz gerne irgendwie mal rauskommen aus dem Dorf. Ah, da geht's raus. Was? Ist ja nicht auch ein Stall? Ich dachte, hier geht's raus. Ja, das war ja mal wieder. Gibt bestimmt hier einen Stall. War das jetzt hier ganz verkehrt oder? Also ganz verkehrt war es nicht. Frage ist, wo man hin will. Wo wollen wir denn hin? Ja, nach Dingen jetzt, das Versteck finden, ne? Wo bist du jetzt? Ja. Ich bin im Hafen. Das war jetzt irgendwie gar nicht. Da, wo ich hin wollte, beziehungsweise, wie komme ich denn jetzt zu dir? Ja, ich guck mir mal ein bisschen um, wie wir was looten können. Ein paar Fackelkäfer, damit wir angeln können. Eigentlich sind das doch gute Dinger für Kisten, wo ein Drache schwebt über mir. Ich.
Ne? Müsste so doch langsam. Wenn ich gehen darf, tun wir einfach so, als wäre das alles nie geschehen, nur ein Missverständnis. Ah, ich mach noch mal ein bisschen Spaß hier. Ach, lass das Gejammer, Katze. So. Ah, bist ja. Eine Rückkehr nach Hause wäre ja schön, wenn man denn ein Zuhause hätte. Okay. Was? Ach so. Ja, dann viel Spaß beim nach Hause gehen. Jetzt warte doch mal auf mich. Ach so. Ich dachte, du bist schon... Einfach weg. Sag doch was. Mensch. Was ist das denn hier? Kupfer. Menga. Ich gebe dir noch ganz kurz. Ich glaube, das war der hier, der gerade so ein bisschen. Wollen Sie den Großen hier mal holen? Oh, Stärkung mal. Mein Ding ist. Genau in dem Augenblick natürlich zu Ende gewesen. Passt ja. Ja, ist doch immer so, ne? Mhm. Das andere war ja auch ein bisschen lang. Ist aber auch echt nichts, ey. Habe ich eigentlich noch den Segen von der. Ja, ich glaube, den müssen wir noch haben. 28 Minuten noch. Jo. Das geht alles bei mir gleichzeitig zu Ende, das ist ganz gut. Ah. Oh, ja, ich hab was gefunden. Hey, ein Versteck. Ja, ne? Da gucken wir doch mal rein. Handwerkslieder Bretonen. Viele Fäden. Oh, was ist denn mit dem? Oh, keine Ahnung. Sprech mir Bibia. War das nicht Zock? Sieht fast so aus, oder? Wieso ist er denn tot? Er hat sie wahrscheinlich hier ordentlich die Kante gegeben, da schläft sein Rausch aus. Ich dachte, er ist tot. Nee, ach, der ist nur Sternhagel voll. Jetzt Bullen hier rumliegen. Mondschein, ja? Mhm. Ist Goma. Gesundheit. Danke. Was zum Henker? Reibe. Reibe, ja, ich habe auch geguckt. Was? So. Noch irgendwas Interessantes. Nicht mal looten? Ja, nicht mal irgendwas fehlen davon. Oh, mal knausriger, die Kerle. Ehrlich. Da ist ein Gewölbe in der Gegend. Mhm. Warte mal kurz, wo fliegt ein Drache? Hier fliegt gerade ein Drache in unsere Richtung. Mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwie hochkommen, dann könnten wir ja vielleicht den Wegschrein uns auch holen. Warte mal. Ach, jetzt wird er wieder ab. War hier nicht noch ein Wegstein? Das war ziemlich nah. Mal gucken, ob wir
den kriegen, meinst du? Wer ist jetzt hier hochgegangen, weil hier irgendwo ein Wegschrein sein muss? Ah, der wird sogar schon attackiert. Vielleicht kriegen wir den ja noch. Ja, lass uns mal in Ruhe, wir haben Wichtigeres zu tun. Drache! Festfall! Ja, komm, erstmal Drache. Wenn wir da irgendwie hochkommen. Ja, Es ging. Ja. Ich befürchte nur, dass wir den Drachen nicht mehr kriegen. Weg ist er. Ah, echt jetzt? Knapp daneben ist auch vorbei. Voll fies. Mann. Naja, gut, dann nicht. Dann wieder runter. Nee, warte, aber hier war ein Wegschrein irgendwo. Den will ich mir erstmal holen. Alter, was ist hier los? Kein Wunder, dass der Drache so schnell lag. Alter, Falter. Wo ist der Weg schreien, der Blöde? Hier brauchst du nur den Massen hinterher. Ja. Also ich meine, wir haben ja jetzt schon viele Questen gespielt, aber das habe ich echt noch nicht gesehen. So. So. Dann wieder runter, würde ich sagen. Genau. Da war nämlich auch noch ein Quest-File. Ja. Genau. Ja, nur wo war unten? Ja, komm doch mal runter hier. Ach, hier ist, da ist der Quest. Hier ist ein Pfeil. Einen Indiz. Das Gepäck. So. Haben wir sonst irgendwas? Ja, jetzt könnten wir hier mit Jazi oder findet Abdimma. Das ist ja beides so ziemlich nebeneinander. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir gehen und machen das Gewölbe. Also, Gewölbe. Das hätte mich jetzt mehr. Ich sehe es gerade nicht. Ich blind. Die aufgegebene Zitadelle? Sehe ich hier gerade nicht. Was? Mach mal die Karte an. Auf der Insel? Ach, da. Insel? Ach, ja. Hier. Da war der. Ja, was war, du eben auch schon sagtest. War die Scherbe drüber, alles klar. So, ich setze hier nochmal kurz einen Wegpunkt hin. Hätte ich jetzt Lust zu machen. Ja, genau. Lass uns nochmal so ein kleines Gewölbe machen. Macht eigentlich immer Spaß. Aber ich glaube, dazu müssen wir noch. Wo bist du schon wieder? Ich bin schon in die Richtung gelaufen. Komm doch mal her hier. Mann. So ein Stress immer mit dir. Ja. Was ist das denn da? Wenn wir mal still tun. Da. Was? Auch erledigt. Bist du dir sicher, dass man da unten rein muss? Und nicht über die Brücke da, die über uns schwebt? Ja, das könnte natürlich auch sein, dass wir... Ich glaube, wir müssen erstmal nach oben. Oh, hier haben wir auch noch einen Quest-Pfeil. Wollen wir uns den auch gleich holen? Nicht, dass der ins Gewölbe reinfällt. Ich denke, der gehört schon ins Gewölbe. Was wollt ihr von mir? Oh, entschuldigt, ich hätte euch da fast übersehen. Kann ich euch helfen? Halt, wo sind meine Manieren? Katina Garana, Tochter von Konsulin Honoria. Ehemalige Konsulin, sollte ich sagen. Sie ist vor kurzem verstorben. Ich fasele vor mich hin, entschuldigt. Mein Kopf, es ist nur... Ich schlafe nicht sehr gut. Ihr seid offenkundig völlig erschöpft. Geht's euch gut? Ganz ehrlich? Nein, ganz und gar nicht. Ich werde von beunruhigenden Träumen heimgesucht. Jede Nacht, seitdem meine Mutter gestorben ist, kehrt mein Verstand an diesen Ort zurück. Ich sehe einen Mann, der hastig einen Brief schreibt.
Ich halte ihm die Halskette meiner Mutter hin. Sein Blick wendet sich mir zu. Und dann wache ich auf. Dieser Ort sieht gefährlich aus. Habt ihr vor, hineinzugehen? Ich weiß es nicht. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass meine Mutter noch etwas in der Zitadelle zu erledigen hat. Etwas, was mit ihrer Halskette und diesem Mann zu tun hat. Vielleicht könntet ihr die Halskette für mich hineinbringen? Sie ist der Schlüssel zu diesem Rätsel. Das weiß ich. Wo denn? Gebt mir die Halskette. Ich helfe euch, das Geheimnis zu lüften. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich für eure Unterstützung bin. Eine Frau in meiner Position kann es sich nicht leisten, bei Staatsempfängen einzunicken. Und meine Mutter, sie sollte in Frieden in Aetherius ruhen können und nicht aus dem Jenseits um Hilfe rufen müssen. Was wisst ihr über diesen Ort? Es ist eine kaiserliche Kriegsschule, die Topal-Legionärsakademie. Oder zumindest war sie das. Jetzt nennen sie die Einheimischen die aufgegebene Zitadelle. Einige der größten Taktiker des Kaiserreichs lernten und lehrten dort. Darunter auch meine Mutter. Was ist hier geschehen? Die Grippe. Die Knahaten-Grippe hielt diese Region über Jahre hinweg in einem eisernen Griff und tötete Tausende von Khajiit. Laut meiner Mutter verriegelte der Kommandant die Tore der Akademie und ließ niemanden mehr hinaus oder hinein. Doch hohe Mauern halten Soldaten draußen, aber keine Seuchen. Ja, deswegen Grippeimpfung, ne? Ich sag's ja immer wieder. Nein. Dann sind die Legionäre also der Grippe zum Opfer gefallen? Ganz ehrlich, keiner weiß es. Die Tore wurden nie wieder geöffnet und Mutter weigerte sich, über diese Angelegenheit zu sprechen. Doch eines kann ich euch sagen. Irgendjemand oder irgendetwas streift immer noch durch diese Halle. Die Leute sagen, man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Stöhnen und Heulen hören. Untote, fürchte ich. Ich hör da mal auf hier. So. Ich quatsch mir zu viel. Jetzt müssen wir hier irgendwie runter, rüber. Tiefer? Tiefer? Ja, aber wie denn? Das ist eine gute Frage. Nee. Ist das richtig? Ich hab versucht, über diese Brücke da zu kommen. Oh, ich wollte angeln. Nee, oh, da ist es. Hey, was? Oh, ja, und? Doch zum Wasserfall, oder? Ja, den Wasserfall runter. Okay. Das ist aber hoch. Ach. Du kannst auch den Weg nehmen. Der daneben ist. Das wäre viel besser gewesen. Sag nicht, du bist tot. Nein. So. Also ich weiß nicht, den Eingang in der Zitadelle hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Aber gut. Ja, das ist der Lieferanteneingang. Ah. Für Pizzaboten und so. Ach so. Für heimliche Abenteuer. Ja, oder so. Wenn man nicht gesehen werden möchte. Hm. Sehr schön. Ja. Jo. Ja. Ich erinnere mich an diese Halle. Einst stolz. Verfallen. Ja, und mein alles Blick ist verwaschen gewesen. Bitte helft mir, das richtig zu stellen. Such die Bibliothek auf. Ein Brief von meinem Geliebten ruht auf einem Schreibpult. Oh Gott, Bücherregale. Meine Einstimmung begann dort. Was? Achso, ja, Moment. Oh. Da habe ich jetzt gerade nicht mit gerechnet. Nein, ich war sofort im Bücherregal. Fasziniert irgendwie. Steht der neben mir? Brummt mich an, ey. So. Ich gehe mal ganz kurz die Bücherregale durch. Ob man hier noch irgendwas lernen kann. Hast du schon irgendwas rausgekriegt aus den Büchern, oder? Nö, bisher nicht. Okay, gut, dann. Wo kommst du denn her? Der hat mich aufgeschaut. Was ist jetzt davon? Ich hab blöde einzumachen. Ah ja, da hinten ist der. Lies den Brief. Ob
Okay, ich glaube, die Bücherregale muss er echt nicht looten. Ich bin einen bisher gefunden. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Seid ihr gekommen, um das zu plündern, was noch von unserer Akademie übrig ist? Es spielt kaum eine Rolle, welche Demütigungen ihr auch diesem Ort angedeihen lasst. Sie werden doch ob des Fluchs verblassen, den ich auf diese Hallen gelegt habe. Wer seid ihr? Habt ihr diesen Brief geschrieben? Ich bin Jano Inveel, kaiserlicher Kampfmagier und Lehrer für Zauberweberei. Und ja, ich habe diesen Brief geschrieben. Worum geht es hier? Nach 20 Jahren Gefangenschaft werde ich kein eitles Geschwätz dulden. Drückt euch klar aus oder verschwindet. Katina Gerana schickt mich. Ihre Mutter Honoria gab mir diese Halskette. Gab ihr diese Halskette. Erkennt ihr sie vielleicht wieder? Gerana? Bei den Acht? Ja, ich erkenne sowohl den Namen als auch das Medaillon wieder. Dieses Schmuckstück sollte als Fokus für einen Seelenbandzauber dienen. Dies sollte uns vor der Grippe schützen. Doch dann ging Honoria und nahm die Halskette mit. Ihr erwähntet einen Fluch. Könnte dieses Medaillon ihn irgendwie brechen? Ich zögere zwar darauf zu hoffen, aber ja. Ja, vielleicht könnte es das. Nachdem Honoria mit dem Medaillon fortging, versuchte ich, neue Fokusse zu erschaffen. Totems, die aus jenen Gegenständen gemacht waren, welche Honoria am meisten schätzte. Alle drei Versuche scheiterten. Und das Ergebnis? Nun, seht euch um. Wie kann ich helfen? Dieses Medaillon sollte euch zu den anderen Totems führen, die an denselben Zauber gebunden sind. Ihr müsst diese korrumpierten Totems zerstören. Sie binden unsere Seelen an das gescheiterte Bannritual. Kehrt mit dem Medaillon zu mir zurück, sobald sie vernichtet sind. Dann kann ich wiederherstellen, was zerschlagen wurde. Hey, jawohl, genau das werde ich tun. Ich habe heute gerade irgendwie keinen Bock mehr, stundenlange Geschichten anzuhören. Sie reden nur furchtbar viel. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Also, Jano wollte diese Leute unbedingt retten. Und ich ließ ihn im Stich. Ich ließ sie alle. Was? Jano weiß nicht, warum ich ging. Warum ich das schützen musste, was wichtiger war als ich selbst. Hätte ich es ihm doch nur gesagt. Nee, ich hab da auch echt keine Geduld gehabt. Ja, heute ist irgendwie... Was bist du denn? Ich bin einfach durch den Durchgang hier weitergegangen. Du rennst gerade zur anderen Seite hin. Da, wo wir hergekommen sind. Ich muss mal kurz auf der Map angucken. Ach, Herr Jemine. Was denn? Das sieht ja etwas wirr aus. Kompliziert aus. Also, wenn wir jetzt nach links gehen, dann kommen wir zur Himmelsscherbe. Ja, dann gehen wir doch mal nach links. Würde ich sagen, gehen wir erstmal hier Richtung West, Richtung Himmelsscherbe. Da ist hier Scherben sind immer gut. Noch zwei Leute, die Pause machen. Die länger Pause machen. Ja. Geflügelfleisch. Fisch. Guter alter fermentierter Fisch. Das sind bestimmt Isländer gewesen. Genau, die sehen so isländisch aus. Genau. Was? Wow. Ey. Wo bist du jetzt lang gelaufen? Bist du schon zur Himmelsscherbe oder bist du hier reingelaufen? Hier war noch so ein kleiner Raum, aber wo so überhaupt nichts ist. Leiter kann man auch nicht benutzen, ne? Nee. Nee, sah so aus irgendwie, ne? Aber ne, ne, komm mal. Karotten. Und Schweinfleisch. Toll. Das hat's gebracht. Super. Nicht. Das sah so vielversprechend aus. So. Wo geht's jetzt weiter zur Himmelsscherbe? Also.
Wenn ich jetzt runterspringe, komme ich da auch wieder hoch? Muss ja. Wieso schießt du auf uns? Da habe ich erstmal die. Achso. Ich dachte, war. So. Pilze! So, gucken wir, wo wir jetzt eigentlich lang. Ja, lauf mal da lang, wo du jetzt. Lang ja, genau. Das, denke ich. Das passt. Ist ein falscher Fehler, also richtig. Der Knopf da. Sitzgelegenheit. Ja, das ist einer, der Stress sucht. Achso. Und dann? Oh, eine Truhe. Was? Okay. Oh Gott. Die war aber versteckt. Die war aber richtig versteckt. Die nächste kriegst du. Ja, ich übersehe die immer. Also da habe ich echt kein Talent für. Irgendwas Interessantes drin? Na egal. Jetzt nicht so super interessant. Die war aber echt versteckt. Ja. Vorher war ja noch so ein Fass mit drin war. Ja. Ist aber auch selten, dass man ein Gewölbe, eine Kiste findet. Ja. Finde ich. Grusel, grusel. Was denn? Lass uns doch erstmal hier unten lang gehen, weil da ist ein Pfeil. Na, hier so. Ah, ja, okay, ja, alles klar. Wie kennst du denn noch? Wo kam der denn her? Der hat sie doch hinten angestellt. Der ist aus dem Eimer rausgeflugt, oder was? Ja. Da geht's ja wieder zur Müllscheibe runter. Da wollen wir ja, nee. Müssen wir hier weiter. Der macht ja Geräusche. Ja, ah, da oben müssen wir irgendwie hin. Liegt da, ich denke mal, das scheint von oben durch, ja. Das würde ich auch mal so sehen. Ja, Moment, jetzt hab's doch nicht immer so eilig. So, ich dachte nur. Blödes Wasser, das brauche ich nicht. Oh, hier liegt doch ein Buch auf dem Tisch. Da lag noch ein Buch? Wo lag das denn? Hier auf dem Tisch liegt ein Buch. Oh, hier. Hallo, hallo. Truhe, Truhe. Ah.
Na, hat sich ja tierisch gelohnt. Die blöde Ratte. La Skeva. Naja, es bringt dich immer in den Lug und Trug weiter. Ja, das stimmt. Also ganz so. Unwichtig ist. Inventarplätze habe ich ja noch, 26 Stück, das geht. Was? 26 Inventarplätze, das geht ja noch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei mir nicht mehr ganz so viel sind. Ja, inzwischen lasse ich sowas wie Dietrich auch liegen. Oh, ich habe ein Schwert zerstört. Ich bin geblendet. Immer noch. Mit oder ohne Honoria. Ich brauche nur die Objekte, die ihr wichtig waren. Sie probierte alle 14 Tage dieses Schwert. Das sollte gehen. Es muss. Er hat so hart gearbeitet, doch er vergaß etwas Entscheidendes. Das, was uns verbunden hat. Uns beide. Ihr Götter. Es tut mir so leid, Jan. So, jetzt müssen wir da hinten. Ich würde gerne noch hier in diese eine Kammer hier oben hingehen, also die jetzt praktisch, wenn du auf die Karte guckst, rechts oben ist. Mhm. In der Hoffnung, dass wir noch irgendwo einen Boss finden. Vielleicht kommt der aber auch erst im nächsten. Wahrscheinlich kommen wir hier wieder raus. Das ist nämlich eine Tür. Vorplatz zur Zitadelle. Ja, da gehen wir später nochmal hin, würde ich sagen. Weil ich das da jetzt rausgehe und nicht mehr reinkomme. Ist ja nur Trödel hier in den Dingern drin, ne? Das gar nichts drin. Ja, ich habe schon 2 Blaupausen gefunden. Ja, ein paar Blaupausen habe ich auch. Ja, also was nüllst du denn dann? Hm? Ich nöle immer. Oh Gott, bist du auch so einer? Ja. Furchtbar. Ich muss nölen. Ich hasse Leute, die ständig nur rumheulen. Bisschen positiv, bitte mal. Ich will gerne mal wieder ein Stilbuch finden, was ich auch benutzen kann. Ich habe ein Stilbuch gefunden. Hochelfen, toll. Habe ich bestimmt schon 20 Mal. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe auch sowas in der Art gefunden. Jo, da würde ich sagen. Gehen wir durch. Die andere Türe. Wieder landen. Da hinten sind wir natürlich noch nicht rumgerannt, ne? Ja, das stimmt. Wollen wir da einmal noch mal rumrennen? Ja, ist egal. Wir haben ja Zeit. So viel Zeit muss sein. Wir müssen das, wenn schon gründlich machen hier. Genau, dafür quatschen wir nicht so lange mit den Leuten. Mitarbeiterversammlung hier. So. Dann gehören die. Thank you.
Jo. Hätten wir uns sparen können, aber weiß man ja. Genau. Nicht im Vorfeld, ne? Richtig. So, dann können wir jetzt... Wieso? Was denn? Ist jetzt der weiße Pfeil, durch den wir durchgehen sollen, in dem Bereich, wo wir eben waren? Okay, ja, das ist ne, dann gehen wir da wieder lang. Das ist... Mir zu hoch. Erschließt sich mir ja, gerade nicht. Wahrscheinlich läuft dir da irgendeine Zeit ab oder so. Springt immer hin und her. Oder es führt beides in den gleichen Hof. Na mal gut, dass ich nochmal geguckt habe, ey. Wir werden jetzt wieder woanders hingerannt. Den ganzen Weg nochmal genommen. Oh, mein Stärkungsmal ist... Wenn mein Stärkungsmal alle ist, dann müssen wir bestimmt auch pfeifen. Ja, dann müssen wir auch mal eine Runde pfeifen. So, Moment. Das. Okay. Und. Schriftrolle des Lernens. Okay. Heiter weiter. Achso, ja. Die Schriftrolle des Lernens habe ich völlig vergessen, ich Dussel. Man kann ja beides nehmen. Oh, bin ich ein Dussel. Gut, ich habe auch nicht so viele davon, also insofern. Nee, da habe ich auch nicht so. Habe ich auch nicht. Kronstärkungsmal habe ich gesehen, habe ich über 40 Stück. Mehr auch nicht mehr. Habe ich alles meiner anderen gegeben. Ja. Das ist echt komisch, dass man jetzt hier rein. Ich denke mal, der ist einfach nur nicht rechtzeitig umgesprungen. Wow. Oh, es regnet. Scheiß Wetter. Wo ist denn das hier bloß? Hier ist die Welt drum. Boah! Ah! Ich muss aber wieder was kaputt machen. Mhm. Kaputt machen kann ich. Ich weiß, wie viel Wert ihr immer auf eure Privatsphäre legt, Tonoria. Vielleicht reicht das. Eure Sorgen, eure Freuden, eure geheimen Wünsche. Heute wurde ein weiterer Legionär krank. Das muss reichen. Mein Tagebuch war nicht genug. Wenn er es nur gelesen hätte, hätte er gewusst, warum ich gegangen bin. Das da. Eine Mal hätte ich mir gewünscht, dass Jan mir nachspielen würde. So. Gibt's sonst noch irgendwas? Mal gucken, ne? Genau. Ich sehe wieder irgendwelche Gegner übersehen. Ich glaube, du das nicht. Nee. So. Ein Gold. Hm? Oh, hier liegt doch eine. Els war jetzt meine Liebe, Seite 42. Ein bisschen Gerste. So. Hier oben leuchtet noch irgendwas. Keine Truhen. Ja, was auch. Jo. Ja, ich glaube, dann gehen wir, mal da rein, ne? Was war das jetzt? Ja, da sind noch ein paar. Da ist noch einer am Rummeucheln. Haben wir noch was übergelassen? Oh. Okay.
Ja, das ist wieder irgendwas anderes hier, ne? Also Bücherregale, irgendwie sind ja. Bücherregale jetzt nicht sehr. Aber ich würde erstmal sagen, wie das weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Genau, den Bossgegner machen wir in der nächsten Folge. Da bin ich jetzt mal ganz gemein und mache einen Cliffhanger. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal.